Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play One Piece Pirate Warriors. Wir sind in Episode 6 stehen geblieben und sind scheinbar schon ganz zum Schluss. Wir haben alle Basen hier schon erobert. Aus dem einen Grund, ich habe jetzt die Folge deshalb gestern beendet, weil es über die 20 Minuten war und ich möchte ehrlich gesagt nicht großartig mehr die Zeit überschreiten hier. Und zweitens wüsste ich, dass, wenn wir hier durch sind, wahrscheinlich wieder eine Cutscene kommen würde. Dementsprechend hätte ich noch mehr Zeit verloren. Und so, da geht's lang. Auf geht's! Nein, Vivi! Okay, wir müssen doch noch gegen Krokodil kämpfen. Vorsicht hier. Oh, okay. Oh, okay. Jene, die Kraft der Logia-Teufelsfrüchte besitzen, können ihren Körper in etwas anderes, zum Beispiel Sand oder Feuer, verwandeln. Wenn ein Logia-Charakter seine Kräfte einsetzt und sich verwandelt, kannst du ihn nicht mehr mit normalen Angriffen schädigen. Okay. So, komm her. Weg hier. Oh. Nicht gut. Alter Schwede, hat der viele Leben. So. Ich hol mir mal ganz kurz irgendwo Leben. Das sind SP. Na, wobei, das sind wahrscheinlich volle Leben. Dementsprechend warte ich kurz. Na, komm her. Ah, ich kann da nichts machen. Komm her. Komm her. Kanon! Ich habe halt auch keine Möglichkeit, ihn hier irgendwie abblocken zu lassen. Aber sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, ja, ist ja gut. Komm her. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, dass ich doch ab und an mal ausweiche. So, mal ganz kurz abwählen, dass ich freies Sichtfeld aufs Leben habe. So, ja, ja, ist gut. Komm her. Jawohl, sehr schön. Oh, nicht gut, nicht gut. Aber jetzt habe ich ihn gleich. Oh, weg da. Oh, Alter. Möchtest du... What the fuck? Wieso komme ich nicht mehr weg von ihm? Jetzt kann ich wieder mich bewegen. Da fuck, war das? Wow! Langsam! Okay, jetzt macht er stärkere Attacken. Ja, ist okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gleich zwei. Wow. Wow. Ist okay. Oh, Alter. Nein, 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 das war nicht cool.
Ja, ja, ist okay. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Er hat wieder ein bisschen Leben verloren. Ich dachte schon, ich schaff gar nichts mehr. Fuck! Oh, 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 weg da, weg da, weg da. Alter. Ist der nervig. Das war ganz okay. So, sehr schön. Ich will ihn mit meiner Superattacke platt machen. Oh Gott, ich sollte aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Na, na, na? Alter, immer wenn er das macht, ist er einfach unverwundbar. Wie unfair ist das denn? So, komm her. Alter, ich krieg nur zwei Schläge immerhin. Wo ist der Schwirbelsturm? Alter. Alter. Wo ist er? Jetzt, komm. Jawohl. だけのルフィ、この苦しそうだな。だが時期に楽になれる。 Und damit, meine lieben Freunde, endet One Piece. Naze tatakau no? D の名を持つあなたたちよ。 D? Och nö. Nur A. Was? Besiegte Feinde nur A? Ich hätte mehr gebraucht. Okay. Gut, der erlittene Schaden, der war jetzt bei Crocodile schon heftig. Da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Level steigen. Aber okay. Gut. To be continued. So, Barockfirma, Ausdauer, 1,5 Sterne. Oh, das ist okay. Vivi, 1,5 Sterne Verteidigung. In der Nähe von Freunden, Verbündeten fügt bla bla hinzu. Okay. Teleschnecke. Ja, Mr. 3, okay. Ah, bleiben wir bei Verteidigung. Nami sollte auf jeden Fall ausgewechselt werden. Ganze 2 Sterne, das ist heftig, das ist viel. Mr. 2 2 Sterne und Along nehme ich die neue. Okay. Ja, so ist okay. Ein Level up. Und wir sind schon bei ganzen 40 Millionen Berry. Ordentlich. Das ist viel Geld. Fächer erhöht um 1 bei der Schatztafel von Ruffy. Jawohl. Das heißt, wir können gleich hier Münze platzieren. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte schon hier Nami lassen. Wobei inzwischen lohnt sich's fast nicht. Das zu machen, das wartet mal ganz kurz. Die sind Freunde, das interessiert die nicht.
Verbindung baut auf. Okay, Verpflichtung. In der Nähe von Freunden. Dann würde ich... Ich habe eine Idee. Ich mach mal hier... was hat denn Vivi eigentlich für eine Münze? Auch Verteidigung. Okay. Machen wir mal Vivi hier. Und Nami da. Ja, okay, gut. Verbindung baut auf, Verpflichtung auf. Schub während Verteidigung. Okay. Hier können wir jetzt mal den Hasen vorsetzen. Jetzt habe ich zwar natürlich keinen Effekt, aber das soll mir eigentlich relativ gleich sein. Das sind auf 1,5 Sterne und ich brauche noch ein anderes 1,5 Sterne. Ja, schauen wir mal, das sind auch 1,5 Sterne. Sonst habe ich nur schwache Teile. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal die Barockfirma, weil sie cool ausschaut. Aber wir könnten... Haben wir noch ein anderes Zeichen, was Angriff gibt? Da hätte ich jetzt einen Haufen Ausdauer mehr. Nee, ich will Angriff haben. So lassen wir's. So ist es in Ordnung. Erstmal speichern. Wir haben ja noch gut die Hälfte Zeit über. Das heißt, wir machen die nächste Episode. いいんだ、バズがいい。何でもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。 クロコダイルと戦うルフィを残し、内乱の阻止に向かった麦わらの一味はアラバスタの首都アルバーナに到着。しかしビビの思いも虚しく、国王軍と反乱軍は激突。アルバーナは戦場と化してしまう。それでもなお戦いをやめるよう両軍の説得を試みるビビ。その思いに応えようと仲間たちもバロックワークスの刺客たちと激戦を繰り広げるのだった。 一方、ルフィを倒したクロコダイルはミス・オールサンデーとアラバスタ王国の領母総裁殿の中にいた。彼らの目の前にあるのは石碑に刻まれたポーネグリフ。クロコダイルの真の狙いは世界を支配するほどの力を持つという古代兵器プルトンの情報だったのである。 Ja, schön, ne? こいつがポーネグリフか、ニコロビン。早かったのね。さあ、読んでみせろ。ポーネグリフとやらを。記されていないわ。ここには歴史しか記されてない。そうか。残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。 So, dann gucken wir mal. Ah, Gegner! Gegner sind nie schlecht. So, hier mal ein Truff. Oh, komm her. Löscht die Gruppe der Barockfirma aus. Oh, kann man machen. Überhaupt kein Thema. So, es waren 20 Stück. So, wer fehlt jetzt noch? Ah, ihr. Okay. Eins. Und zwei, drei. Da gehen auf jeden Fall ein paar zu Boden. Und jawohl. Kaputt down.
Willst du Stress? Kriegst du. So. Bewegung, ich hab's eilig. Ja. Ah, okay, wartet mal. Hier kann ich hoch. Da sind SP. Mhm, okay. Ich würde doch nur darüber. Wow. Wow. Das hast du richtig gut gemacht, Rafi. Hättest auch gleich rüberspringen können. Okay. Hoch. Hoch. Und hier weiter entlang. Springen. 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 Immer weiter springen. Ist da irgendwo noch Schatztruhen? Nicht, dass ich da irgendwas übersehen hätte. Weiter springen. Achso, hier, okay. Okay, hier haben wir wieder ein bisschen Jump and Run. Also, Jump and Run kann man nicht sagen dazu, aber eine Sprungpassage. Was? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass man springen kann, wenn man in den Abgrund fallen würde. Deswegen wollte ich mal schauen, was da jetzt ist. Aber okay. So. Hier rüber. Sehr schön. Oh, nicht ganz. So, jetzt. Okay. Aufzüge. Okay, wunderbar. Freue ich mich. Schnell, lauf rüber. Jawohl. Gut. Okay. Ich drücke jetzt hier kein Springen mehr, weil ist irgendwie... Ich springe zu weit. So, lauf, 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 lauf. Kleiner. So, schnell hier rüber. Hier, okay. Und rüber. Na, komm, nein! Jetzt hat er sich gerade bewegt, als ich befahren bin. Oh. Wie ich solche Sachen liebe. Und dass man dann immer wieder von vorne anfangen muss. So, jetzt aber. Ich weiß ja, was ich machen muss. So. Hier rüber. Dann einmal das. Alter, das war schon wieder so knapp. So, und jetzt nur noch das schaffen. Jawohl! Ich hab's geschafft, meine lieben Freunde. Hat ja auch noch fast eine halbe Stunde gedauert. Kommt nur her. Kommt nur her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Und tschüss. Das war doch mal ordentlich. Die Leben nehme ich mal mit. Kann man ja immer mal brauchen. Wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Oh, lauf. Ruffy! Alter! Was? What? Okay. Ich hätte X gedrückt halten müssen zum Sprinten, weil er irgendwie selber nicht mehr gelaufen ist. Man muss bedenken, er sprintet automatisch, wenn man eine Weile läuft. Aber irgendwie hat er das jetzt hier in diesem Fall nicht mehr gemacht. Und ich habe jetzt auch nicht so schnell das durchgelesen, dass man X drücken muss dafür. Na gut. Machen wir die platt. Weil jetzt sind wir dann wirklich am Ende angelangt. Ich nehme jetzt nochmal die Leben mit, wenn der hier mal stirbt. So, wunderbar. Speicher noch kurz. Speichern, jawohl. Speichern, bitte warten. Speichern, fertig. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir hier weiter im Grab der Könige. Und
ich denke mal, es gibt eine kleine Revanche zwischen Krokodil und mir. Und dementsprechend sage ich danke und ciao.